Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich klickgeiles Stück Scheiße, hab mir gedacht, ich springe jetzt auch mal auf den Hype-Train auf und guck mir Bibis neues Haus an. Das Video hat jetzt wahrscheinlich 3 Aufrufe, weil wirklich jeder in YouTube Deutschland und wahrscheinlich sogar darüber hinaus schon Bibis neues Haus gesehen hat. Es gibt aber auch ein uzi-wuzi kleines bisschen Eigeninteresse, weil wir sind ja selber gerade auf Haussuche und vielleicht inspiriert mich ja so ein bisschen was. Ich möchte natürlich mein neues Haus in keinster Weise mit Bibi ihrem vergleichen. Mein neues Haus ist für Bibi im besten Fall eine Garage. Aber vielleicht sehen wir ja trotzdem die ein oder andere Sache, wo wir sagen, ach, das hätte ich auch gerne in der neuen Butze. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sogar Popcorn hier, weil das Video so lang dauert. Da könnt ihr euch ungefähr schon vorstellen, wie groß ihr Haus ist. Ich, wenn so eine Roomtour machen würde, wäre ja nach 5 Minuten erledigt. Einen ganz kleinen Teil habe ich schon bei Unge im Livestream gesehen, und zwar den Kellerbereich mit... Ah, ich erzähle noch nicht, was im Keller ist. Also ich möchte nicht spoilern. Der Keller hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Wir gucken uns jetzt einfach mal den Rest vom Haus an. Ach, und sie hat anscheinend sehr viele Schränke. Das habe ich auch so am Rande mitbekommen. Ja, ich bin gespannt. Steigen wir ein. Ach, weil wir gerade beim Thema Haus sind. Wir haben unser neues Häuschen vielleicht schon gefunden, und da werden einige Videos dazu kommen. Zum einen Roomtour. Natürlich nicht vergleichbar mit Bibis Roomtour, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Aber was noch viel wichtiger ist, da kommt ein anders massiver Gaming Room rein, Leute. Und das ist wirklich ein absolut leerer Kellerraum, und der wird komplett umgebaut mit Schallisolierung und alles drum und dran. Und ich werde euch da natürlich mitnehmen, euch das zeigen. Also wenn euch das interessiert, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Aber jetzt kommen wir zu Bibis Häuschen. Was? Ja, hallo. Ich kann klopfen. Mega. Hallo meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Hereinspaziert. Ja, ich bleib besser hier so, dann kann man besser... Da gleich mal die Louis-Tasche im Bild, weißt du? Ein Hoverboard am Start. So, denn das besehen. Ist Licht gut? Licht ist gut, ja. Okay. Ja, Leute, heute gibt's endlich unsere Haustour. Ich glaube, darauf haben wir euch schon lange warten lassen, genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, komm, das Wetter ist heute schön, das Haus ist ausnahmsweise mal aufgeräumt. Wir drehen eine Haustour für euch. Ja, wir stehen jetzt gerade hier in unserem Eingangsbereich. Warte, ich guck mal, ob ich so... Oh ja, das geht. Ist okay. Der ist ja, ja schon mal klein. Filmt er mit dem iPhone. Dieser Zoom war doch gerade iPhone 11, oder? Sie ist eine der größten YouTuberinnen in Deutschland, und die filmt halt sowas einfach mal mit dem iPhone. Aber sieht ja gut aus, gar keine Frage. Aber wenn die Leute mal kommen mit, ah, was brauche ich für ein Equipment, dann soll ich mir das holen, dann soll ich mir jenes holen. Du brauchst gar nichts, Junge. Du musst einigermaßen gut rüberkommen, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, du musst kreative Ideen haben, dann rollt der Rubel. Da brauchst du keine 5000 Euro Kamera dafür. Ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie ich starten soll. Hau doch mal ein paar Grunddaten raus. Ein paar Grunddaten. So macht man das doch. Okay, also wir haben eine Wohnfläche von ungefähr 500 Quadratmetern, aufgeteilt auf 3 Etagen plus Keller, der kommt noch dazu. Und einen Außennutzbereich, sprich Garten und Terrassen und Balkonflächen, auch nochmal von ungefähr 500 Quadratmetern. Was für jeden, was kann man auch Schlafzimmer, erzählen? War das? Wir haben 4 richtiger Schlafzimmer. Profi. 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer und... Wir starten mal ins Video, würde ich sagen. Ja, würde ich auch. 500 Quadratmeter, das ist halt echt... Da könnten ein paar Familien einziehen. Behaupten. Genau, also wie gesagt, das ist unser kleiner Eingangsbereich. Wir haben jetzt nicht so einen riesengroßen Flur, sondern... Ach, übrigens den Spiegel, den haben wir nachträglich auch noch einbauen lassen. Ich finde den so geil. Stimmt, hier war einfach nichts, und genau, das gibt echt nochmal so ein geiles Gefühl. Das, ne? Das macht so diesen Raum irgendwie auch viel größer und cooler. Hier hat man eine schöne... Ich persönlich bin ja gespannt, ob man an der Einrichtung erkennen kann, wer bei denen zu Hause die Hosen anhat. Bank. So, jetzt könnt ihr gerne einmal hier rumkommen. Ich habe eine neue Sache, die ich erzählen kann. Und zwar seht ihr hier überall diese Einbauschränke hier und auch da. Wenn Zeig doch mal, wie ordentlich du deine Schuhe da drin hast. Das sind also die sagenumwogenen Schränke. Okay. Auf jeden Fall haben wir über 40 Meter Einbauschränke in diesem Haus. Was? 40 Meter Einbauschränke? Alter, was hat denn die da alles drin? Vor allem schau dir mal die Deckenhöhe an. Also die sind ja nicht nur lang wie Sau, die sind ja auch noch hoch wie Sau. Da hat sie wahrscheinlich ihre ganze Kohle drin. Einbauschränke sieht man das auch. Aber es ist halt so schlicht, und wir brauchten so wenig Möbel nur, als wir hier eingezogen sind. Also das feiere ich, glaube ich, mit am meisten an diesem Haus. So, ich glaube, die Ecke habt ihr auch schon Warte, ich mach mal. Aber ich muss sagen, das sieht gut aus so. Es wäre ja wahrscheinlich einfach nur ein richtig, richtig breiter Gang. Ist halt gut genutzter Platz. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber 40 Meter ist halt utopisch. Ja, sehr gut. Ja, jetzt sieht es gar nicht mehr so lang aus, gell? Das sieht man halt mal, was so weitwinklig ausmacht. Starten? Geil. Okay, dann starten wir mit der Toilette. Starten mit der Gästetoilette.
Weißt du, was eigentlich schade ist? Hier läuft fast immer Musik. Überall in den Decken sind Lautsprecher verbaut. Ja. Aber das können wir dank der lieben GEMA jetzt natürlich nicht präsentieren. Ja, das ist unser Gäste-WC mit Waschbecken. Warte, nicht so schnell. Ich muss erst WC. Ja, wir filmen im Handy. Kamera ist kaputt. iPhone 11 tatsächlich. Unser Freund, der steht immer hier und begrüßt unsere Gäste. Ist ein ganz netter Typ. Ja. So, jetzt machen wir das wieder zu. Dann haben wir hier noch einen Flurbereich. Wie gesagt, hier wieder diese Einbauschränke. Da können wir gleich nochmal langlaufen, weil da geht es runter, die Treppe. Generell ist das ganze Haus so sehr clean aufgebaut, würde ich sagen. Alle Etagen sind ungefähr gleich von der Gliederung. Und diesen Beton werdet ihr auch überall wiederfinden. Also der Architekt, der das gemacht hat. Das ist, glaube ich, nicht meins. Ja, werdet ihr gleich oft noch wiederfinden, diesen Style. Oh, guck mal, da einmal Beton. Ja, da ist der nächste Beton. Genau, dann kommen wir hier in unseren offenen Küche-, Ess- und Wohnbereich. Warte, bam. Ja, so ist die Qualität halt echt für den Arsch, wenn ich so zurückzoome. Ja, ne? Aber einfach nur einen kurzen Überblick. Ja, kurzer Überblick, ne? Habt ihr gesehen. Wirkt aber jetzt rein von der Fläche her gar nicht so groß, gell? Ja gut, es sind halt 3 Stockwerke plus Keller. Ja, scheißegal, wie es wirkt. 500 Quadratmeter sind 500 Quadratmeter. Das ist ordentlich. Und ja, jetzt bam. Ist die Frage, was wir jetzt erstmal. Vielleicht drehst du dich einmal so und dann zeigen wir kurz die Küche. Wir könnten auch mit unserer Schrottschale beginnen. Oh ja. Habt ihr auch so einen Platz, wo einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße drin ist? Mega das Licht. Ja? Mega. Ich sehe übrigens gerade, dass der Tisch nicht gerade unter der Lampe steht. Das werden wir gleich. Hätte niemand gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, also das ist unser Esstisch. Ich wollte unbedingt einen riesengroßen Esstisch haben. Wir stehen jetzt 8 Stühle, wir haben auch noch 2 Ersatzstühle. Und wenn die ganze Family dann zusammenkommt, dann passen auch jetzt... Die Tischplatte. Ist das Marmor oder was ist das? Ich werde mir nie wieder was anderes holen als einen Holz-Esstisch. Meine Schwester hatte zum Beispiel einen Glas-Esstisch. Oh Gott, das sind Geräusche beim Essen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jeder, der ein Messer ablegt oder sonst irgendwas, klirr, kling, klung, kling, bum, kling, zang, kling, klung, hat jetzt mittlerweile auch einen Holztisch. Ich bin gespannt, ob sie das nicht nerven wird. Wir wissen allerdings auch nicht, wie oft sie an diesem Esstisch sitzen. 10 Leute dran und das finde ich einfach mega schön. Ich liebe es, wenn viele Leute zu Besuch sind, auch wenn das jetzt gerade leider nicht möglich ist, aus aktuellen Gründen. Und dann haben wir jetzt hier aktuell noch dieses Laufstellchen. Eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr unbedingt. Wir haben das damals hier hergestellt, als der Leo angefangen hat zu krabbeln und sich überall hochzuziehen, dass wir halt einen Platz haben, wo er sich nicht verletzen kann und wo er spielen kann. Kind 2 hat ja bald auch Lust damit zu spielen. Ja, also ich denke mal, das wird noch so ein gutes Jahr hier stehen und dann kommt das auch wieder weg. Nice. Ne? Ja. Genau. Das Bild kennt ihr ja auch. Die Meinungen spalten sich. Ja. Wir haben jetzt Klimaanlagen anbauen lassen, weil es hier im Sommer letzten Jahres so heiß war, dass man es kaum ausgehalten hat. Darum sind wir jetzt ausgestattet mit Klimaanlagen. Es kann jetzt heiß werden. Generell, was das Thema Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, weil entweder finden wir noch nicht das Richtige, wir stehen da eher so auf was Außergewöhnlicheres und nicht so auf so Posterbilder, sag ich jetzt mal. Und was das Bunte passt halt irgendwie nicht rein. Was die Fotos und Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten wegen den Videos und ja. Privatsphäre, pipapo, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Genau. Wo geht's jetzt weiter? Ja, dann sieht man ja die ganze Zeit im Hintergrund schon die Küche, die offen. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel sagen. Die habt ihr auch echt schon in sehr vielen Videos gesehen. Bam! Ja, das ist übrigens ein Dampfgarer. Das ist eine Kaffeemaschine. Wie dieser Whisky da steht. Die trinken doch selbst beide keinen Whisky, oder? Also jetzt mal so zum Erdgeschoss, was man da bisher gesehen hat. Meins wäre es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist optisch mega geil. Es sieht richtig, richtig gut aus. Wie aus so einem Dekohaus. Keine Ahnung, was man vorführt, was alles möglich ist oder so. Aber ich finde, dass es null wohnlich aussieht. Es ist so kahl und steril und mit diesem Beton, das wirkt einfach kalt. Ich weiß nicht, wer jetzt nicht meins. Also... Gottes Himmels Willen, ich würde mir für so ein Haus beide Arme ausreißen, aber ich gönne übrigens auch, gell, möchte ich an der Stelle mal denken, falls sich jetzt da irgendein Zuschauer fragt, gönnt ihr das denn überhaupt? Ich gönne das absolut, also die Frau hat alles richtig gemacht, hat sich auch alles selber aufgebaut, muss man ganz ehrlich sagen, Julian war auch dabei, gerade mit ihrem Bilou, die hat alles richtig gemacht, also gönne ihr das Haus 100%. Aber wie gesagt, Erdgeschoss, meins wäre es nicht. Aber gucken wir mal weiter. Vielleicht haben sie auch gesagt, hier unten ist alles steril, oben wird es dann wohnlicher. Keine Ahnung. Ich bin da schon eher so der ein bisschen Holz, Parkett und solche Geschichten.
Und hier unten, das ist auch geil, das muss ich noch zeigen. Ach ja, und hier das ist die Kaffeemaschine. Wärmer unten drunter, das ist auch richtig cool. Sonst auch wieder komplett eingebaut. Das ist ja schon fett. Hier in der Küche. Und hier ist sehr viel Stauraum. Man sieht die ganze Fläche hinter mir und hier unter der Arbeitsplatte ist auch alles voll mit. Soll ich mal rüberkommen? Weil sonst. Das kannst du gerne machen. Das sind ja auch alle Schränke. Boah, filmt der Scheiße. Achso, übrigens, wir haben. Aber das ist doch nicht schön. Also, ihr schreibt mir bitte eure Meinung unbedingt in die Kommentare, aber das wäre nicht meins. Das ist diese weiße Wand einfach. Ich weiß nicht, ich muss da schon hier mal... Ja, sie hat da Blumen stehen, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Mir wär das zu kalt. Das sieht aus wie eine Küche in eine riesen Anwaltskanzlei in Manhattan oder so. Nicht wie mein Zuhause. Natürlich auch Kühlschränke. Und so befinden sich hier. Optimalerweise Getränke und Essen, genau. Aber das mischt sich irgendwie. Wenn wir das dann nochmal richtig sortiert haben. Und hier unten drunter sind dann unsere Eisfächer. Wir haben hier noch eine Anrichteküche, nennt sich das, glaube ich, ne? Mhm. Und zwar ist es ein langer, schmaler Raum, wo wir auch nochmal Küchenschränke haben. Wir haben ein Waschbecken, wir haben hier halt nochmal eine zweite Spülmaschine. So, das ist doch für Personal und so, oder? Ist, wenn man zu viel die wird auch wirklich sehr oft benutzt, muss man sagen. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, aber wir nutzen diesen Raum sehr oft eigentlich. Das hier ist unsere wunderschöne Bierzapfanlage. Hier unten drunter eine kann man das Fass kühlen. Nur leider mögen Jula und ich kein Bier, deswegen kommt ihr nicht so oft zum Einsatz. Doch, auf Familienfeiern oder so haben wir ab und zu mal ein Fest. Wir mögen kein Bier, haben aber in ihrer Personalküche einen extra Bierzapfhahn. Alter, du kommst du nicht klar drauf. Das stimmt. Und das ist unsere, die ist hier nicht eingebaut, die steht einfach hier oben drauf. Das ist unsere Sprudelanlage. Den wollte ich dann unbedingt behalten, den haben wir im Kiosk gekauft. Ich habe einen Sodamann. Wir haben immer ganz im Kiosk leer gekauft, daher haben wir den. Ja, natürlich. Ja, und hier sind dann nochmal rechts. Ein schönes Chuba-Chub-Placement reingeballert, da ist wahrscheinlich schon wieder, der Eingangsbereich ist schon wieder abgezahlt. Hier gibt es ganz viele Einbauschränke, hier haben wir alles Mögliche gelagert. Ich mache diese Schränke jetzt nicht auf. Und hier haben wir noch einen auch alle Schränke. Backofen. Vielleicht also wir kommen nur zur Info, wir kommen aus diesem Raum hier gerade. Ja. Alter, du gehst in ihre Personalküche, Schrank, Backofen noch. Alter. Boah, die Couch geht gar nicht. Boah, die Couch finde ich ganz, ganz schrecklich. Woher kenne ich dieses Material? Ich kannte irgendjemanden, der hatte so eine Couch, die war aus so einem Material und das war so ein richtiger Assi. Kennt ihr das? Das brennt sich einfach so rein. Das ist dann, weiß ich nicht, finde ich ganz schrecklich, die Couch. Ganz, ganz schrecklich. Ja, das ist unser Wohnzimmer mit einer großen Couch. Ich würde sagen, die Couch ist sehr klassisch. Teppich finde ich aber geil. Ich wollte unbedingt so eine haben und ich liebe die über alles. Den Stoff, den haben wir übrigens auch öfter hier im Haus benutzt. Mhm. Ne? Auch wenn es jetzt voll gegen das Licht ist, muss ich einmal aus der Seite filmen. Da sieht nämlich auch sehr schön aus so. Ja. Bam! Voll gegen das Licht. Couchtisch haben wir. Ein Kameramann wird er nicht. Und unser Freund Leo reißt einfach aus diesen schönen Büchern immer die Seiten raus. Das macht mich sehr stutzig. Bis jetzt sehe ich auf jeden Fall um einiges mehr Einflüsse von Bibi. Auf dieser Seite in der Wand eingearbeitet, so eine coole, wo der Fernseher reinpasst. Ja, und jetzt kommen wir hier mal zu der Ecke, wo Julian gerade stand. Und zwar haben wir hier wieder, ja nicht wirklich einen Einbauschrank, aber hier so ein ganz langes Schrankregal. Oh, keine Schrankelement. Und, nee, ich weiß nicht, meins so ist... Also das Erdgeschoss ist und überhaupt nicht meins. Raupen sehe ich gerade stehen hier, ne? Das sind Leos und meine Raupen. Ja, Julian und Leo haben Raupen aufgezogen und die haben sich jetzt alle verpuppt und kleben hier oben dran. Und da werden hoffentlich ganz... Ja, und das ist richtig cool, weil der Leo kommt jeden Morgen dahin und guckt, ob schon ein Schmetterling geschlüpft ist. Dann können wir jetzt mal raus in den Garten wandern und vielleicht habt ihr schon gesehen, wir haben überall diese mega großen Fenster bis unter die Decke und die lassen sich... Ist das Metall da hinten? Mega einfach öffnen! Nee, die lassen sich halt auch so komplett in beide Seiten aufmachen. Und dann hat man so einen riesengroßen offenen Raum. Also das ist echt sehr, sehr schön, auch wenn das gerade gar nicht zur Geltung kommt. Dann kommen wir hier auf unsere Also das mit dieser Glastür aufmachen, das finde ich mal richtig geil. Also ich bin Fan von großen Räumen. Wir sind jetzt eben auch bei der Haussuche, achten wir da extrem drauf, dass wir so ein offenes Konzept haben. Also Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, dass das alles ein Raum ist. Und sowas, dass du nach draußen hin komplett aufmachen kannst. Also du hockst in deinem Wohnzimmer, aber bist eigentlich draußen. Das ist halt schon geil. Aber was ich bis jetzt vom Garten sehe, ist schon wieder schrecklich.
Terrassenfläche und unseren Außenbereich. Einmal diese Seite, da haben wir alles so lounge-mäßig gemacht. Hier halten wir uns eigentlich auch am meisten auf, ne? Mhm. Wenn wir im Garten sind. Und dann haben wir einmal den Tisch da. Und hier schau dir das doch mal an, das sieht doch... Das sieht aus wie auf so einer Firmendachterrasse. Und dieser andere Esstisch, das schaut aus wie am Schulhof. Oder am Knast. Ja, so ein Knast. So ein Knasthof, wo die Ausgang haben. Ich finde das so krass uneinladend. Ich meine, es ist wahrscheinlich, Privatsphäre ist da halt ziemlich geschützt durch diese Wand. Aber warum aus Metall? Das sieht aus wie bei Aperture Science oder so. Da hätte doch eine Hecke hingehört. Was heißt, da hätte eine Hecke hingehört? Das ist Geschmackssache. Also, aber das, nee, fühle ich nicht. Blätter und Äste hier so runterhängen, wenn man dann hier sitzt, macht das so ein gemütliches. Das ist geil, dass da unter dem Baum sitzt. Da hinten ist noch unsere Grillecke. Also wenn wir Terrasse überdacht geht übrigens für mich auch gar nicht klar. Ich brauche eine überdachte Terrasse, weil ich will immer draußen sitzen, auch wenn es regnet. Und ja, man hätte zum Beispiel den einen Teil hätte man als Wintergarten machen können oder so vielleicht. Den Grill benutzen, dann schieben wir den meistens so schief in die Ecke. Danke nochmal an unsere Family, ja, die uns den haben wir zu Weihnachten von unserer Familie geschenkt bekommen, der ist echt so geil. Dann haben wir hier unsere Rasenfläche. Rasenfläche, und das ist... Und drumherum, einmal komplett um unser ganzes Grundstück eigentlich, sind diese kleinen Bäume in dieser Alu-Verkleidung. Ich finde, das gibt so ein ganz cleanes Bild, ja, oder? Clean. Ja. Also wir haben jetzt nicht viel Blumen, aber nicht gemütlich, Garten, nicht. Sondern eigentlich ist es können doch Blumen in den Garten. Ich meine, ich bin Bayer, genau. Gell? Vielleicht was eigentlich richtig schönes ist, wenn bei uns in Bayern trennt, da haben wir einfach Probleme in den Garten, gell? Da kehren einfach Probleme in den Garten, das ist ganz klar. Also ich meine, dass das kein Bayer anders singt hat als ich, gell? Vielleicht nur rutschen, wo die Kleinen ein wenig springen können. Dann leuchtet jeder Baum. Ja. Und das hat auch nochmal so ein Sandkasten. Der Platz ist ja da. Der Platz ist doch da, Leute. Das schaut aus wie im Knast. Oh, ich habe Ausgang. Und dann sitzen die da und spielen um Kippen Karten. Weiß nicht. Ist nicht meins. Also als Erdgeschoss bisher, es ist, wie gesagt, ich finde es optisch richtig geil. Also das ist so richtig, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Firma hätte, die Häuser baut, würde ich sagen, Leute, guckt euch das an, wie wir das gemacht haben und so, weil es schon schön ist, sehr schön, aber ich finde es halt nicht wohnlich. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Quasi unsere Hauptterrasse mit Garten und jetzt können wir einmal komplett ums Haus laufen. Und übrigens hier in die Ecke auf den Rasen kommt bald ein so kleiner Spielplatz für den, ah, ja, okay. Den haben wir jetzt gerade bestellt, okay. Und der müsste in ein paar Tagen ankommen. Genau, und jetzt können wir hier rumgehen. Und da kommt unser Das finde ich gut, wenn man den Platz hat, warum nicht? Den Basketballkorb haben wir da hingestellt und hier haben wir auch vor allem letzten Sommer so viel gespielt draußen. Am Anfang haben wir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir nur hier vorne diesen Rasen- und Gartenbereich haben. Aber das ist einfach wirklich super praktisch für die Kinder. Der Leo kann hier toben, spielen, mit seinen Autos rumfahren. Ja, die haben, was hat sie vorhin gesagt, 500 Quadratmeter Wohnfläche plus 500 Quadratmeter Gartenfläche. Also haben sie wahrscheinlich 1000 Quadratmeter Grund. Weil das für mich persönlich viel mehr aussieht. Aber schaut mal die Bäume, da sind Lichter, glaube ich, dass jeder Baum beleuchtet. Ja, das schaut doch geil aus, das ist doch optisch richtig schön. Aber das stelle ich mir jetzt geil vor, wenn es ein Restaurant wäre oder so, nicht mein Haus. Sie hat gesagt 1000 Quadratmeter Grund, ich würde persönlich sagen, dass es mehr ist. Warum ist es kein Rasen? Da kann man noch einen Whirlpool hinmachen oder ein Pavillon oder irgendwas. Nee, also diese Betonplatten fühle ich überhaupt nicht. So, dann können wir auf jeden Fall einmal hier komplett dran vorbeilaufen. Und jetzt haben wir hier diese komplette Front von unserem Grundstück auch wieder. Ja, schau mal, wie dich das erschlägt. Das ist doch heftig. Das ist eine Einbaustrecke. Da! Ich habe Zivildienst im Altenheim gemacht. Und als Hausmeister. Und das Hausmeisterbüro war unten im Keller. Und unten im Keller war auch die Küche. Und zu der Zeit habe ich, also wenn ich rauchen gegangen bin, bin ich immer durch die Küche durch und in den Verladehof, weil das war auch mit Catering Service, die haben auch Essen ausgeliefert. Und in diesem Verladehof stand halt eine Bank und alles drum und dran. Da waren immer alle rauchen, da bin ich halt auch immer rauchen gegangen. 1:1, so sah es da aus. Es war auch so ein Betonboden, die hatten auch so eine Metalltür zur Küche hin, da stand diese Metallbank. Genauso, überhaupt,
fühle ich überhaupt nicht, diesen Eingang. Den finde ich gerade so schrecklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also das ist ja gar nicht meins. Einmal ums Haus rumgelaufen und hier sitzen wir auch ganz, ganz oft, weil das hier ist der letzte Bereich am Tag, wo wir noch Sonne haben. Also die wandert quasi einmal so rum. Und Leo, ich will doch nicht draußen sitzen auf so einer Betonplatte. Ach so, zur Garage. Dann kommen wir hier die paar Treppenstufen hoch und sind dann vor unserer Garage. Das ist eine Doppelgarage. Aktuell steht hier ein Auto drin. Wir kriegen in einem Stimmt Fahrrad. Doch gar nicht. Ja, stimmt. Zwei Autos. Ja, das stimmt. Wir kriegen aber tatsächlich in ein paar Tagen ein zweites Auto dazu. Alter, wie geil ist die Karre. Familienfreundlicher und größer und praktischer. Wie geil ist die Karre. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit Leos Ferrari regeln, ne? Weil Leos Ferrari. Das ist nur gut. Mega. Wow, Transition, okay. Leute. Wir haben jetzt eigentlich alles hier unten gezeigt. Und gehen wir als erstes hoch, ne? Ja. Kindersicherung, sehr wichtig. Mega. Das finde ich noch okay, das finde ich cool. Die Treppe hier so. Hier ist der Flur. Aha, ein Bauschränke. Ersten Etage. Ihr seht, genau. Bitte mach mal so einen Schrank auf und zeig, was da drin ist. Ganz viele Einbauschränke. Das ist der schönste Schrank im ganzen Haus. Bilou. Alter, die kann doch nicht. Die hat das safe ein Lagerhaus oder irgendwas. Die hat doch nicht alle Schränke damit Bilou voll. Heftig. Die geht da hoch und das ist mit. Ach, da ist jetzt ein Holzboden. Finde ich schöner. Wär jetzt auch nicht mein Holz. Ich mag halt dunkles Holz oder so, aber so, das ist alles Geschmackssache. Aber Holzboden finde ich besser. Ja, geil, ne? Genau, jetzt können wir hier einmal langlaufen. Oder hatte die unten Holz? Und dann würde Scheiße, ich jetzt muss ich nochmal runterskippen. Die hatte ja einen Holzboden unten. Wieso habe ich gedacht, dass das gefliest ist? Ich hätte einen Honig gesetzt, dass das gefliest war. Trotzdem ist es mir zu kalt. Jetzt, wenn man jetzt aus der Perspektive... Ich finde das kalt. Mir ist es zu clean. Ich will halt nicht wie so ein frustrierter Neider klingen und alles schlecht reden. Ich gönne wirklich und ich finde das Haus absoluter Wahnsinn, aber... Ja, der Teil ist halt nicht meins, muss man mal sagen. Ja, geil, ne? Genau, jetzt können wir hier einmal langlaufen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Raum, der hier in der Ecke ist. Und zwar ist das Kinderbadezimmer. Wir haben hier das Kinderbadezimmer. Die Vorhänge einfach mal zugezogen. Das ist das Badezimmer. Im Moment noch nicht so Jolle im Gebrauch. Alter, diese Wanne ist mal geil. Natürlich jetzt noch nicht selber fertig freistehende machen, Badewanne ist sowas Schönes. Im großen Badezimmer. Badabing, badabang. Ja. Super. Dusche. Bad finde ich das cool. Fertig. Oh, so eine Regendusche. Im Bad finde ich das geil, so ein cleaner Look. Das gefällt mir. Im Bad, da muss nichts sein. Da müssen keine Pflanzen oder so sein. Ebenerdige Dusche, freistehende Wanne, das Waschbecken. Oh, das Bad finde ich mal, das ist das Kinderbadezimmer. Ich bin aufs richtige Badezimmer gespannt. Finde ich richtig geil. Dusche, Waschbecken, Klo. Da sind wir aber froh. Ja, allerdings. Und dann kommen wir hier, zack, kann man hier Alter. Rumgehen. Ja, und dann hier ist so das nämlich der zweite Flurbereich. Das wirkt viel größer als das Erdgeschoss. Hier sind jetzt die beiden Kinderzimmer. Dazu haben wir auch jeweils eine eigene Roomtour gedreht. Die kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Weil eigentlich kann man hier zuziehen. Und dann ist das quasi der Elternbereich. Hier ist ihr Zimmer. Tada! Das haben wir ganz, ganz neu eingerichtet. So ist das Licht, glaube ich, besser. Ja, voll. Genau, also ich weiß gar nicht, was ich detailliert jetzt dazu sagen soll. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen alles zeigen. Der Leo hat jetzt hier sein neues großes Bett auf jeden Fall schon stehen, wo er sogar aktuell schon seinen Mittagsschlaf drin macht. Wir versuchen ihn gerade so ein bisschen dran zu gewöhnen. Das Zelt hier finde ich auch sehr süß. Ja, das Zelt. Ein Bällebad. Und ach so, in dem Bettkasten findet man auch immer, wenn man... Kinderzimmer finde ich nice. Schaut schön aus. Bei mir wäre das halt alles pink, weil ich habe eine Tochter. Aber dieses Riesenfenster fand ich gerade richtig geil. Irgendwas sucht, muss man eigentlich immer nur in den Bettkasten gucken. Da versteckt er gerne Dinge. Finde ich auch voll cool, dass die Kinderzimmer halt genau gegenüber sind. Dann kommen wir cool. Jetzt hier in Emilys Kinderzimmer. War wahrscheinlich jetzt auch wieder blöd mit dem Licht. Da auch mit diesem Riesenfenster. Ja, schaut geil aus. Ja, wir haben hier aktuell noch die Wickelkommode, die wir für beide nutzen. Ein Kleiderschrank. Und auf der anderen Seite haben wir das Babybettchen, wo der Leo, wie gesagt, aktuell noch
seinen Nachtschlaf drin macht und hoffentlich wandert er bald drüber und dann kann Emmy hier rein. Wenn ihr mehr zu den Kinderzimmern wissen wollt, ganz detailliert, haben wir auch mal die Schränke geöffnet und so, dann könnt ihr wie gesagt gerne die eigenen... Der Boden geht so durch, seht ihr das? Die haben bei den Türstöcken nicht geschnitten, also kein Übergang an den Türstöcken, finde ich geil. Sowas fällt mir immer krass auf, finde ich, schaut cool aus. Und das Kinderzimmer, meine Tochter ist übrigens auch Emily. Ja, die Kinderzimmer gefallen mir. Hier sind Fenster schon hell. Schon cool aus. In der Infobox alles verlinkt. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, unser Bereich, ne? Mhm. Und dann haben wir hier erstmal unseren Ankleidebereich. Wenn man dann nach links guckt, sieht man unser Schlafzimmer. Mhm. Und wenn man sich nach rechts dreht, ist das unser Badezimmer. Ich finde das eigentlich ganz geil gemacht. Man das kann die Zimmer also auch nochmal mit einer Schiebetür zumachen, aber sonst hat man einfach hier so einen offenen. Was ist denn das überhaupt? Warum sollte man da sitzen? Meine Schrankseite. Mhm. Hier haben wir dann auch wieder aus Beton. Ich habe ja gesagt, das findet sich überall im Haus wieder, so eine coole Bank. Und dann kann man hier auf die andere. Oh, ich will nicht wissen, was allein diese Betonscheiße kostet. Das ist, glaube ich, mal richtig teuer. Ich komme jetzt einfach mal ganz frech von der anderen Seite, dann ist das Licht auch ein bisschen besser. Man kann hier nämlich auch einmal rumgehen von der anderen Seite. Genau, hier haben wir auf beiden Seiten Schränke, das ist Julians kleiner Schrank. Und diese Seite hier nutzen wir aktuell hauptsächlich für Sind die Hausschuhe? Besser. Man kann hier Sind die Hausschuhe auch von Louis Vuitton? Nämlich auch einmal rumgehen von der anderen Seite. Glaub schon. Genau, hier haben wir auf beiden Seiten Schränke, das ist Julians kleiner Schrank. Und diese Seite hier nutzen wir aktuell hauptsächlich für Schuhe. Dann können wir ins Schlafzimmer wandern. Sehr gerne. Jetzt wahrscheinlich wieder gegen das Licht gefilmt. Leute, Alter, was für ein Riesenschrank, die nur für Schuhe haben. Ein schöner, gemütlicher Raum, wie ich finde. Und hier findet ihr nämlich den gleichen Stoff wieder, wie die Couch hat. Ja, der Stoff gefällt mir nach wie vor nicht. Das haben wir uns damals auch so halb anfertigen oder ändern lassen, weil ich unbedingt, ich habe wirklich mein ganzes Leben lang davon geträumt, so ein riesengroßes Kopfteil zu haben und den Traum, den haben wir uns jetzt hier in dem Haus ermöglicht und ich finde, das macht einfach was ganz Gemütliches und dann braucht man halt auch keine Bilder hier über dem Bett oder so, sondern für mich ist das Deko-Element. Wieso brauchen? Auch dass hier diese Nachtkommoden auch mit diesem Das ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe Bilder über dem Bett, weil die müssen dahin, sondern weil ich das halt schön finde. Also dieses Nachtkästchen mit diesem Stoff in Verbindung mit... Das sieht so altbacken aus, so richtig Oma-mäßig. Also diesen Stoff finde ich ganz schrecklich. Das Schlafzimmer selber, ja. Riesenfenster, ich weiß nicht, wie die das abdunkeln, ob die da ein Rollo haben. Bei mir muss es stockfinster sein, wenn ich schlafe. Wenn ein kleines bisschen Licht habe, da penne ich nicht ein. Weiß nicht, wie die das dunkel machen. Ob das einfach nur so Vorhänge sind, wo Licht durchkommt oder so. Ist ja egal. Das Schlafzimmer ist mir persönlich immer ziemlich egal, weil du verbringst halt echt nicht allzu viel Zeit da drin. Und die meiste Zeit, die du da drin verbringst, pennst du halt, ne? Also auch in dem Haus, wo wir jetzt eben interessiert sind oder so, da ist ein riesen Schlafzimmer, was ich halt echt eigentlich Verschwendung finde. Ich hätte lieber noch einen Raum dazu und das Schlafzimmer dafür. Ja, das Schlafzimmer muss für mich echt nichts Besonderes sein. Stoff überzogen sind. Ja, das ist alles. Aber das ist schon nice. Also. Ein einheitliches Bild ergibt. Übrigens haben wir nur noch einen Nachttisch hier. Eine Nachttischlampe, weil der Leo die andere kaputt gemacht hat. Er hat die einfach morgens runtergeworfen. Schon mal 8000 Euro verschrottet. Er hat einen kleinen Traum ermöglicht. Er hat es, glaube ich, irgendwo bei einer Roomtour. Ich glaube, bei Z. Ja, und wir hatten das auch Haus. Mal in Amerika in ein paar Hotelzimmern und zwar. Du hast die falsche Seite gedrückt. Wow, okay. Elektrische Vorhänge, die halt per Knopfdruck auf und zu fahren. Das finde ich auch ziemlich cool. Das ist cool. Vor allem, die sind halt komplett ab. Stell mir geil vor, wenn du so in der Früh ausstehst und so die Vorhänge aufgehen, kann man bestimmt bei denen, kann man das bestimmt auch irgendwie timen, dass es mit dem Wecker aufgeht oder so. Und dann, boah, das stimmt mir schon geil vor. Abdunkelnd, ne? Ja. Die haben wir in den Kinderzimmern übrigens auch. Also vielleicht habt ihr da auch eben Vorhänge gesehen. Ja, hier haben wir noch den Fernseher. Den kann man dann hier komplett so zum Bett zum Beispiel drehen. Okay, und jetzt können wir... Ach so, guck mal, hier sehe ich auch gerade. Ein paar Schränke? Dann haben wir hier auch wieder so einen Spiegel. Großen Spiegel in der Ankleide. Kann dann sein Outfit abchecken. Mega. So, und wir tauschen jetzt mal die Seiten, weil hier kommen wir jetzt in unser Badezimmer. Warte, das knacken, das wird's. Da haben wir... Eine ganz Geil. Große offene Dusche. Geil. Mach mal an, zeig mal, dass die auch geht. Nee? Hier darf natürlich Pilou nicht fehlen. Nein, natürlich nicht. Ja, hier haben wir Boah, das war das geil. Eine Badewanne. Ihr denkt euch jetzt vielleicht vor, hier kann euch da vielleicht jemand reingucken. Ich wollte gerade sagen. Aber diese Gitter, die sind auch gleichzeitig ein Sichtschutz. Also man kann von draußen eigentlich nicht wirklich hier reingucken.
Nee, glaube ich nicht. Wenn es dunkel ist und die hat da drin das Licht an. Das siehst du doch rein, oder? Keine Ahnung, das ist vielleicht mit so einem Metallstreben, das ist irgendwie so. Keine Ahnung, ja gut, wenn sie sagt, man kann nicht reingucken, kann man wahrscheinlich nicht reingucken. Das Bad finde ich mal übelst geil. Gefällt mir allein diese riesen Dusche, da passt sogar ich rein. Uns dann zusätzlich noch so Außenrests anbringen lassen. Die sind auch unten im Wohnzimmer, ich weiß nicht, hat man die gesehen, die waren glaube ich so halb runtergefahren, ne? Du hast übrigens vergessen, die Toilette zu zeigen. Ach so, ja, stimmt. Die Toilette nochmal so ein extra Ding. Muss nicht sein. Ja, gut. Aber da kann man dann auch ab und zu mal den Julian einsperren, wenn er einem auf den Sack geht. Nee, dann haben wir hier auf der Seite unser Doppelwaschbecken. Das ist meine Seite hier und das ist Julians Seite. Übrigens fällt mir gerade auf, ich filme die ganze Zeit immer dich und dadurch sieht man diese ganzen schönen Deckenbeleuchtungen gar nicht. Die Decken sind überall im Haus 3 Meter hoch und die Bibi ist 1,50 Meter. Das heißt, wir haben 2 Bibis aufeinander und darum seht ihr nie die Decken, okay? So, dann gehen wir weiter. Jetzt machen wir die Tür wieder auf. Naja, auch ein Riesenhaus, oder? Bei 3 Stockwerken, 3 Meter Deckenhöhe, das ist nicht ohne. Auf und gehen wieder den Flur zurück, denn wir haben noch eine Etage. Das heißt, wir wandern nochmal hoch und danach geht's in den Keller. Baby-Gitterschutz. Hallo! Und hier haben wir wieder genauso wie unten die Etagen auch. Im Flur einen Na, Gott sei Dank. Großen Einbauschrank. Und hier ist tatsächlich noch ein bisschen Platz teilweise drin. Was? Ich hätte niemals in meinem Leben beim Einzug gedacht, dass wir diesen Platz brauchen. Ja, und auch der Flur ist wieder relativ gleich wie unten aufgebaut. Hier haben wir jetzt wieder ein Badezimmer. Das ist das Gästebadezimmer. Das Gästebad. Auch hier haben wir jetzt die wunderschönen Vorhänge mal zugezogen. Das Gästebadezimmer ist ungefähr doppelt so groß wie mein Bad. Exakt aus wie das Kinderbadezimmer. Unten. Exakt gleich. Dusche. Genau. Toilette, Badewanne. Ja, ist auch nice. Übrigens Monas Zahnbürste. Sehr schön. Stimmt. Genau. Und hier haben wir jetzt auch einen sehr provisorischen Bereich, der eigentlich nicht so bleiben soll. Und zwar sind das Julians Geckos. Wir haben den Gecko-Schrank damals hier hochgebracht. Ein Gecko-Schrank. Im Zimmer, wo jetzt Leos Kinderzimmer ist. Ja, da müssen wir noch irgendeine andere Lösung für finden. Die stehen jetzt erstmal hier. Das ist unser Gästezimmer. So. Hier haben wir uns für beige entschieden, weil wir nämlich ein graues Bett hier hingestellt haben. Ein schönes Bett. Dann hier wieder einen Einbauschrank, einen großen. Ein Einbauschrank. Hier versteckt sich unter anderem dann nämlich auch zum Beispiel der Fernseher drin. Es ist so geil, es ist einfach alles Alter, versteckt ist ja wie im Hotel. In diesem Raum. Es kann gar keine Unordnung geben. Das stimmt. Es hat echt so Hotelzimmer-Vibes, ja. Ne? Ja, das wollten wir auch irgendwie versuchen zu gestalten. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Das ja. Kein Witz. Das Gästezimmer. Gefällt mir bis jetzt am besten. Das ist am ersten ein Zimmer zu Hause. Da ist das ein Staubsaugerroboter? Wieso steht der im Gästezimmer? Die müssen ja die Tür da aufhaben. Die müssen ja in jedem Stockwerk einen Staubsaugerroboter. Was würdest du das ausmachen? Ich will nicht wissen, was die Hütte gekostet hat. Da kannst du den Staubsaugerroboter auch anscheißen. Lampen gefällt mir auch. Ja, doch, ist schon. Ja, einfach so eine kleine Deko-Ecke, so ein Beistellglas zwischen hier, dann noch so ein Sessel. Würde ich jetzt auch nicht so machen, aber... So, und jetzt können wir nämlich gegenüber ins Zimmer wandern. Und das ist unser Fitnessstudio. Ach ja, klar. Auch wieder... Man braucht ja ein Fitnessstudio. Braucht kein Mensch so eine Scheiße. Genau. Hier ist unser Fitnessraum. Da hat der Kenny, Freund und Personal Trainer, uns geholfen, das Ganze ein bisschen einzurichten. Hier haben wir einmal so ein riesengroßes wo man alles mögliche an Übungen machen kann. Das nutzt hauptsächlich der Julian. Und hier haben wir unsere wunderschöne Handelsbank. Echt? Das nutzt hauptsächlich die Bianca. Kommt dieses Gewicht hier unten zum Einsatz. 30 Kilo, ja. Genau. Keines dieser Gewichte da unten benutzt einer von den beiden. Warum haben die das? Ja, krass, Fitnessraum, geil. Weiß nicht, ob ich jetzt so einen riesen Raum dafür hergegeben hätte. Das hätte man bestimmt irgendwie im Keller. Irgendwo anders. Ja, da kommt später ein Raum, wo ich eben sagen muss, den feiere ich eben nicht so. Ja? Da hätte ich das Fitnessstudio reingemacht und hier oben, ja, was machst du hier oben? Also ich hätte ein Heimkino, mir ganz, ganz, ganz wichtig. Habe ich jetzt auch. Ich liebe Filme, ja, ohne Ende. Und ich hätte ein Heimkino. Das wäre vielleicht da oben. Aber wenn die kein Heimkino wollen, dann machen sie ihr Fitnessstudio da rein. Also Ich möchte das nicht schlecht reden. Ich finde es echt unglaublich krass, aber ja, ich sag euch halt so ein bisschen, was ich gemacht hätte. Ach so, mit der Seite sind wir absolut noch nicht zufrieden. Ja. Das ist echt noch so ein offenes Bauprojekt. Ich würde einen Einbauschrank hinklatschen. Und
Und dann, ich denke mal, ein so ein Schrankelement würde vollkommen ausreichen, um diese ganzen Kleinigkeiten drin zu verstauen. Und dann würden wir gerne hier so einen offenen Glaskühlschrank, so einen Getränkekühlschrank, wie man das so aus dem Kiosk oder so kennt, hinbauen. Cool. Dann vielleicht irgendwie so eine kleine Sitzbank noch hin. Oder ich kam gestern spontan auf die Idee, vielleicht für die Kinder hier so eine Sprossenwand oder irgendwie sowas hinzumachen. Was ist deine Sprossenwand? So zum Klettern? Ah, okay. Die Spiele hochzubekommen, das war eine Meisterleistung. Genau, das glaube ich. Können wir raus auf unsere Dachterrasse. Nein, stimmt. Irgendein armer Lappen musste ja die ganzen Gewichte da hochtragen. Wir gehen ganz kurz gegen das Licht, danach drehen wir uns wieder um. Ja, hier haben wir unsere Tischtennisplatte hingestellt. Komm, schnell eine Runde. Okay, warte. Oh Gott, wie soll ich jetzt starten mit einer Hand? Und was ich besonders schön hier oben finde, ist, dass wir komplett einmal umhüllt von diesen Eisenvorhängen sind, die auch sonst an den Fenstern überall vorhängen. Und das heißt, man ist so irgendwie privat und hat irgendwie so einen blickgeschützten Raum. Man kann aber echt durchgucken. Freien, ja. Ne? Ja, nee, schön finde ich das nicht mit dieser Metallummantelung, aber die brauchen das halt, ja. Das darf man nicht vergessen. Das sind jetzt nicht gerade unbekannt, die zwei. Also verstehe ich schon, dass die da ihre Privatsphäre, auch im Garten und so, dass sie ihre Privatsphäre so gut wie möglich schützen, habe ich absolut Verständnis natürlich. Ist halt schade. Gerade so ein Balkon, ich weiß, im Balkon möchte ich halt nicht von einem Eisenvorhang ummantelt sein. Ne? Aber wären sie nicht so bekannt, könnten sie das Haus gar nicht leisten. Also sollten sie sich nicht beschweren. Und man kann die Sonne genießen. Da haben wir hier so eine... Was sie auch nicht getan haben. Geholt. Schon. Wo man dann hier einfach oben auch nochmal die Möglichkeit hat, sich ganz gemütlich hinzuchillen, Zeit zu verbringen. Schön, ne? Das war jetzt unser Erdgeschoss, unsere erste und zweite Etage und dann fehlt jetzt noch der Keller, ne? Ich finde es übrigens eh krass, wie die da an die Nachbarschaft hingehen. Also an der Nachbarschaft erkennt man schon, dass das eine sehr arme Gegend ist. Ja. Ist wahrscheinlich das Ghetto von Köln, wo die ganzen richtig voll asozialen hausen, das hat man schon gesehen. Ich finde aber krass, dass die Nachbarschaft so filmen. Da gibt es ja bestimmt irgendwelche kranken Fans, die wo dann anhand der Wolkenzugrichtung analysieren, wo die zwei wohnen, oder? Ja gut, ich schätze mal, selbst wenn du weißt, wo die zwei wohnen, kommst du nicht mal auf 100 Meter an das Grundstück ran. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder hier im Erdgeschoss angekommen und jetzt gehen wir hier den Flur mal rum. Ach übrigens, das hat man eben noch gar nicht gesehen. Oh, stimmt. Hier haben wir so eine Wickelkommode uns noch hingestellt, damit wir nicht jedes Mal hochrennen müssen. Jetzt können wir hier in den Keller gehen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgelegt. Hinter mir befindet sich eine Tür. Super unnötig. Da werden wir nicht reingehen, das ist einfach nur ein Technikraum, wo alles drin verstaut ist. Doch, geh da rein. Nichts Sehenswertes. Und jetzt können wir hier wieder auf die andere Seite in den Flur. Allein diese Bildschirme, was da in jedem Raum an der Wand hängt. Ich will wissen, was das ist. Was kann man da alles machen? Die können bestimmt Beleuchtung, Temperatur, Kameraüberwachung, Haustür auf, zu, Garage auf, zu, Tor und was weiß ich. Können die bestimmt da... Ey, die können wahrscheinlich den Fernseher umschalten da dran. Ich will das sehen. Und hier sieht man wieder die Einbauschränke. Die sind hier im Keller ein bisschen kleiner gehalten, aber hier haben wir, wie gesagt, auch ganz viel Stauraum. Hier, ich kann euch das auch mal aufmachen. Hier auf der Seite haben wir den Platz zum Beispiel genutzt, um ganz viele Getränke zu lagern. Überall haben wir hier diese Getränkedinger eingebaut. Finde ich ganz praktisch. Und auf der anderen Seite ist unter anderem zum Beispiel ganz viel Videomaterial. Und was befindet sich hinter diesem Raum, Bianca? Dieses Zimmer haben wir euch noch nie gezeigt. Das ist jetzt eine absolute Premiere. Soll ich die Tür ausmachen? Ja. Tada! Hier haben wir uns einen Traum wahr werden lassen. Und zwar haben wir uns eine Bar und einen Billardtisch hier einbauen lassen. Moment, ich drehe mich mal. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Wir haben die mit einem Schreiner komplett anfertigen lassen. Das war so spannend. Wer hat uns das vor unseren Augen aufgezeichnet? Ja. Wir haben gesagt, das wollen wir anders. Die haben uns das aus Pappe alles aufgebaut. Und, das ist so cool, wenn man sowas selber macht. Komm. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Punkte gesehen, an denen sie Getränke gelagert haben. Ne? Da waren die beiden Kühlschränke in der Küche. Wahrscheinlich war bei dieser Personalküche auch noch ein Kühlschrank. Hier unten ist jetzt ein Kühlschrank. Draußen davor in den Schränken lagern sie Getränke. Ich stelle mir das so ätzend vor. Stell dir vor, du sagst, hey Bibi. Ja, der sagt Bibi zu seiner Frau. Hey Bibi. Oder sagt der Bibi? Ich weiß nicht. Ich sag Schatz zu meiner. du Bibi, haben wir noch irgendwo einen Red Bull? Ja, guck mal da, guck mal hier, guck mal da. Ja, vielleicht unten im Keller. Oh, ich würde wahnsinnig werden.
Aber das sind First World Problems. Zu dem Raum jetzt hier eben. Die Bar, sehr geil. Der Raum, fürchterlich. Du hast da gar keinen Platz zum Billardspielen, finde ich ganz schrecklich. Also ein Billardtisch wirklich, der muss in einen riesen Raum stehen, passt da gar nicht rein. Ein Billardtisch selber würde ich übelst feiern. Ich hätte so gerne einen Billardtisch. Aber dafür einen Raum zu finden, ganz, ganz schwierig. Und diese Bar finde ich geil. Ja, die Bar selber ist der Hammer, aber in dem Raum, was soll das? Also null. Da fühle ich null. Wenn der Billardtisch raus und stellt einen fetten Tisch rein, da unten kann man richtig geile Partys feiern oder irgendwas. Aber ganz ehrlich, du hast 8 Leute jetzt, um eine Party zu feiern, sollen die alle um den Billardtisch rumstehen. Also den Raum, den verstehe ich überhaupt nicht, den Raum. Die Bar, wie gesagt, die ist der Hammer. Aber die gehört woanders hin. Wie mit den Materialien, dann kann man fühlen, weil vielleicht seht ihr, also ich kann ja noch kurz auf so ein paar Einzelheiten eingehen. Wir haben zum Beispiel hier, haben wir so ein Kunstlederelement hinbauen lassen, was sich dann hier zum Beispiel an den Schubladen oben widerspiegelt. Das fand ich ganz cool, mit so Materialien zu spielen. Die Arbeitsplatte ist das Glas, glaube ich, ne? Aus Glas und das hat so eine gebrochene Optik. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, geil. Zum Beispiel einmal komplett hinter dem Spiegel. Böse geil. Oder hier und auch hier in der Bar, in der Theke haben wir auch dieses indirekte Licht. Und man kann das jetzt auch komplett dimmen und man kann auch die Farbe ändern und so. Also hier ist, glaube ich, alles drin, was man für so eine Bar braucht. Julian ist immer, wir waren ja sehr viel in Bars unterwegs und in Restaurants und Cafés und so, und der Juli ist immer fleißig die ganze Getränkekarten lang gegangen, hat sich mit den Barkeepern unterhalten. Das ist echt eine große Leidenschaft von Julian geworden, Cocktails mixen, sich da auch auszuprobieren, eigene Rezepte zu kreieren und so. So, und hier haben wir vielleicht schön auch schöne Sachen rum. Wir haben oben keine Eiswürfelmaschine und hier haben wir das jetzt in die Bar setzen lassen. Hier müsste auch irgendwo so eine Schaufel sein. Ja. Sehr cool. Ja, dann kann man hier. Ja, das ist komm, doch kein schieß Platz mal an, dafür. Das zeig mal, dass du es auch kannst und nicht wie bei Tischtennis. Das sind, glaube ich, auch verkürzte Köse. Also ich würde überhaupt nicht kann besser Tischtennis spielen, als ich Billard spielen kann. Jetzt bin ich unter Druck. Verkürzte Köse. Komm. War ja kein Platz da. Ist da sogar eine reingegangen, meine Herren. Echt? Achso, und hier haben wir noch, das haben wir, glaube ich, gar nicht gezeigt, ne? Hier haben wir noch so eine kleine Arbeitsfläche, wo man ein paar Sachen verstauen kann. Ja, und hier auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das jetzt so von oben nach unten filmen kannst, haben wir uns noch so zwei Sitzbänke hingemacht. Damit wir einfach hier doch die Möglichkeit haben, dass mehr Leute... Vor allem, die hätten ja Platz ohne Ende. So, jetzt habt ihr endlich unseren geheimen Raum gesehen. Was, du könntest da so geile Partys drin feiern. Die haben ein, du brauchst ein Billard, also du brauchst nicht, ja. Also wenn du sagst, das ist dein Traum, dann brauchst du eine Bar und du brauchst ein Billardzimmer. Das beides zusammen, das passt nicht. Also da müsste der Raum dreimal so groß sein, dass, also nee. Da gehört eine richtig geile Eckbank hin, mit einem fetten Tisch, eine Jukebox oder Geld spielt ja keine Rolle bei denen, weißt? Eine geile Partybeleuchtung, eine fette Soundanlage, dann kannst du da richtig geile... Vielleicht feiern die keine Partys, aber dann brauche ich auch keine Bar, glaube ich, ich weiß nicht. Ich finde die Bar geil in dem Raum, nee. Ja, aber wir haben noch was hier im Keller, ne? Joa, ne, echt? Okay, und jetzt können wir nämlich hier den Flur nochmal in die Richtung lang gehen. Da haben wir jetzt hier so eine kleine Nische, das ist der Waschbereich. Und auf der Seite, keine Ahnung, warum die Tür jetzt schon auf ist, aber auf der Seite haben wir auch nochmal ein kleines WC, Toilette und Waschbecken. Und hier kommen wir jetzt in unsere Wellness-Oase. Ja, ich weiß nicht, soll ich die Tür, ich lasse die Tür mal auf. Das haben wir euch ja auch eigentlich schon mal gezeigt. Das ist unser... Poolraum. Ja, hier ist unsere Sauna. Mega. Jetzt, wenn du schon so stehst, wie ihr seht, wir haben hier auch, obwohl wir im Keller sind, ein großes Fenster mit Tageslicht. Das finde ich auch richtig schön. Ja, und man kann das auch komplett öffnen. Ah, jetzt ist endlich das. Das wäre geil, wenn da draußen auch noch ein bisschen, da könnte man so rausschwimmen. Ja, aber also ja, klar doch. Und dann hier haben wir so eine große Sitzlounge, wo man einfach hinschillen kann.
Es ist auf jeden Fall krass, wie schnell Freunde sich plötzlich hier so eine Badehose hinlegen. Ich glaube, die ist vom Kenny. Die da drunter ist, glaube ich, von Pascal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das geht ziemlich ratzfatz. Da liegen hier die Badehosen. Ja, ist jetzt die Frage. Wir haben alles gezeigt, oder? Ja. Was ich persönlich halt richtig cool finde oder was mir am besten gefällt, ist es halt so diese Kombi aus Bar und Pool. Dass man so mit dem Cocktail mal eben rüber kann oder... Ja, ja. Hier wäre doch Platz. Da wäre doch... Ich weiß ja nicht, die haben wahrscheinlich ein gebraucht, also die haben wahrscheinlich ein Haus gekauft, ein fertiges, und haben es umgebaut. Also ich glaube nicht, dass die das haben bauen lassen. Dann sind deine Möglichkeiten natürlich beschränkt. Aber ja, hier die Bar hier am Pool. Boah Gott, wie geil wäre denn das? Aber du gehst doch nicht wirklich, du feierst doch nicht hier eine Party, gehst dann rüber, mix, also wahrscheinlich tust du schon, aber es ist halt schon nervig. Ja, weiß nicht. Hier auch mit diesem Getränkeding. Ja, es ist schon ein Traum. Wir sind sehr, sehr glücklich in diesem Haus. Wir haben wirklich, bevor wir umgezogen sind, ganz, ganz, ganz lange gesucht nach dem Haus und hätten niemals gedacht, dass wir so glücklich irgendwann dann mal sind und was finden, was uns einfach so zusagt und so viele Träume wahr werden lässt. Und wir sind sehr dankbar auch dafür, dass wir das alles haben und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Ja, das wollte ich vielleicht zum Abschluss nochmal sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir alles und sind überglücklich, dass wir auch durch dieses Haus die Möglichkeit haben, unsere Familie auch zusammenzubringen. Fühle ich auch, muss ich sagen. Also ich kaufe das vollkommen ab. Ich verfolge Bibi überhaupt nicht. Hier und da sieht man sie halt. Ja. Das letzte Mal ist sie ja leider negativ aufgefallen mit ihrem WLAN auf dem Mars. War hart cringe, aber... mir, also wenn ich sie sehe, kommt sie mir immer recht bodenständig vor. Mal ganz ehrlich, sie hat Louis Vuitton Hausschuhe an. Wahrscheinlich kostet ihr ganzes Outfit so viel wie mein Auto. Aber die hat ja die Kohle. Aber so von ihrer Art her, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, wie sich andere in ihrem Genre entwickelt haben, ich nenne jetzt keine Namen, das ist ja mehr als traurig. Also da ist sie schon wirklich... Ich finde sie sympathisch, ich gönne ihr das, sie hat sich selbst erarbeitet. Alles gut. Das hat man, oder hatten wir vorher auch nicht so oft. Man trifft sich halt auch einfach viel öfter. Ne? Ja. Wir haben uns oft früher gar nicht so oft mit der Familie getroffen oder halt nicht so regelmäßig wie jetzt. Und jetzt ruft man so beide Familien einfach zusammen. Ja. Und dann. Ja, das vielleicht zum Abschluss. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, euch zu zeigen. Wir waren auf jeden Fall in jedem Raum und jetzt wisst ihr auch mal, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, aber auch so, die Poolabdeckung kannst du noch zeigen, ne? Stimmt, ja. Falls ihr euch fragt wegen Kindersicherung oder so, wir können das abdecken. Die schwimmt dann einfach. Und dann kann da auch keiner reinplumpsen. Ich würde sagen, ne, wenn euch die Room schon gefallen hat und ihr euch dann gefreut habt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls wir jetzt irgendwas vergessen haben zu erzählen oder zu erwähnen oder zu zeigen, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich glaube nicht. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wir freuen uns, dass wir jetzt alles mit euch teilen konnten und jetzt können wir auch zum Beispiel im Barbereich ein bisschen offener. Ja gut, jetzt haben wir alles gesehen. So, ne? Wenn ihr wüsstet, wie oft ich mir da ankomme. Wie ist das Like-View-Verhältnis eigentlich? Ja, da ist 17.000 Leute, die nicht gönnen. Es ist wirklich gönnen. Auch wenn ich jetzt sage, wie gesagt, ich hätte alles anders gemacht in dem Haus. Ich hätte alles anders gemacht. Da ist ganz, ganz wenig, wo ich sage, oh ja, das haben sie gut gemacht, weil es einfach Geschmackssache ist. Und auf so einer riesen Fläche hast du halt wahnsinnig viele Geschmackseindrücke. Aber dennoch ist es doch ein mega geiles Haus. Warum dislike ich das jetzt, weiß ich nicht. Aber das ist ein Phänomen, den müssen Forscher nach unserer Zeit auf den Grund gehen. Richtig geile Butze. Wie gesagt, ich hätte vieles, fast alles anders gemacht. Wobei der Poolbereich ist halt schon geil, gell? Schlafzimmer ist nice, die Bäder sind richtig nice. Ganz, ganz schlimm finde ich eben den Gartenbereich und ums Haus herum halt, das ist gar nicht meins. Innen drin, das ist Geschmackssache und ich finde es schön. Ich persönlich würde mich halt einfach nicht wohlfühlen. Also ich habe da kein Gefühl, dass ich zu Hause bin. Ja. Aber jedem das seine, wie gesagt. Ihr seid es gegönnt, ihm sei es auch gegönnt, absolut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, etc. pp.,
dann lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen, auch wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin. Remember me for centuries.